Schönen guten Tag zusammen. Ich darf alle recht herzlich begrüßen zu unserer heutigen Pressekonferenz. Alle diejenigen, die uns jetzt zuschauen über unsere Streams, über unsere Kanäle und all die anwesenden Journalistinnen und Journalisten, darf ich herzlich begrüßen. Ich darf zudem begrüßen zum einen unseren Geschäftsführer Sport, Fredi Bobic, und unseren neuen Cheftrainer Tayfun Korkut. Herzlich willkommen, Tayfun, in der Hertha-Familie, und möchte das Wort direkt an dich geben, Fredi. Bitte sehr. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und ich glaube, zum ersten Mal gebührt sich auch Danke zu sagen an Pal Dardai, dem ich heute Morgen mitgeteilt habe, dass er nicht mehr Cheftrainer ist von Hertha BSC. War ein sehr kollegiales, offenes und gutes Gespräch. War sehr, natürlich sehr kurz, ist klar. Und natürlich weiß ich auch eine Enttäuschung von der anderen Seite und kann das auch richtig einschätzen. Und habe mich aber trotzdem, und so gehört sich es auch bedankt für seinen Einsatz für Hertha BSC, den er geleistet hat, vor allem auch den er geleistet hat, auch in der Zeit, bevor ich da war, in der schwierigen Zeit mit seinen Assistenten und beiden, mit beiden haben wir auch gesprochen, Zecke und Admir, dass sie alles gegeben haben und auch für diese Saison alles reingeworfen haben. Ich bin jemand, der halt aus Überzeugung handelt. Und wir wollen auch aus Überzeugung handeln und bin auch sehr glücklich damit, dass ich jetzt herzlich willkommen Tayfun Korkut heißen kann, der bei uns in Zusammenarbeit mit Ilja Aracic, der sein Co-Trainer ist, hier das Amt übernimmt. Er übernimmt eine Mannschaft, die intakt ist, die nicht in der Krise ist, ja, wo man nicht eine Mannschaft übernimmt, die vielleicht jetzt 8 Niederlagen hat, abgeschlagen, Tabellenletzter ist, aber die noch Orientierung sucht, ja, klare Strukturen sucht. Ich kenne Tayfun Korkut schon sehr, sehr lange. Wir haben zusammen gearbeitet, als er U19-Trainer auch beim VfB Stuttgart war, bevor er abgeworben worden ist vom türkischen Fußballverband, als Co-Trainer der Nationalmannschaft zu arbeiten. Der Kontakt ist auch nie abgerissen, weil man sich auch persönlich schätzt und auch kennt und weil ich auch weiß, wie er arbeitet, wie akribisch er ist, wie er ein Teamworker auch ist, wie er Menschen auch und junge Menschen auch begeistern kann. Und auch seinen Weg, den ich immer weiterverfolgt habe, hat mich zu dem Entschluss kommen lassen, ja, er ist der Richtige, Richtige jetzt auch für jetzt in einer Mannschaft, die gerade auch diese Impulse, diese neue Impulse auch braucht. Und auch jemand, der die richtige Sprache auch an die Spieler senden kann und auch aus Überzeugung handeln kann und auch die richtigen Schritte finden wird. Auch ein Mensch, den ich, wenn ich ihn kurz und Ihre Nachfragen, wenn ja kommen, der nicht nur bei Stuttgart zu Hause ist, sondern eigentlich in der Welt zu Hause ist, der mehrere Sprachen sprechen kann, perfekt sprechen kann, der eine bewegte Karriere gehabt hat als Spieler, genauso wie in der Funktion als Trainer. Und da hat er auch immer wieder gezeigt, dass sich schwereren Situationen oder nicht einfachen Situationen stellen kann, aber auch sich anpassen kann, auch dem, was er vorfindet. Und auch vor allem dann auch mit dem Ziel, das zu sehen, was er am Ende haben möchte von einer Mannschaft. Ja, und wie die Mannschaft spielen soll. Das wird nicht von heute auf morgen gelingen, aber das wird mit voller Unterstützung von Arne Friedrich und mir, aber auch von dem ganzen Staff unterstützt werden, damit er sich wohlfühlt, damit er sich auch angekommen sehr schnell fühlt. Und ja, am Ende des Tages geht es dann auch, und das weiß er auch und das weiß jeder von uns, wollen wir mehr Punkte holen. Das ist ganz klar. Ja? Wir sind in keiner einfachen Situation, aber keine hoffnungslose Situation. Wir sind so irgendwo mittendrin und wir sind aber sicher, dass Tayfun Korkut mit Ilja Aracic auf jeden Fall und dem Team, was ihn unterstützt, auf jeden Fall Impulse setzen kann, dass wir eine Entwicklung sehen auch, eine bessere Entwicklung sehen bei der Mannschaft. Und deswegen nochmal, dafür wünsche ich dir viel Glück, Tayfun. Fredi, vielen Dank dir. Tayfun. Ja, guten Tag an alle.
Ja, tut gut, hier zu sitzen. Ich freue mich wirklich auf diese Aufgabe und möchte mich auch nochmal bei Freddy Bobic und bei allen Verantwortlichen bedanken. Bin natürlich sehr, sehr neugierig, vor allem auf die Mannschaft, aber auch auf alle Mitarbeiter hier bei der Hertha und natürlich aber auch auf die Fans und auf die Stadt. Und ja, bin voller Energie und froh, dass es dann auch zügig losgeht morgen. Vielen Dank. Dann eröffnen wir die Fragerunde und gehen bitte in die erste Reihe zu Arne Richter von der dpa. Hallo Herr Korkut, willkommen in Berlin. Sie waren jetzt eine Zeit lang raus aus dem Fußballgeschäft, zumindest aus dem Großen. Was haben Sie denn in den 3 Jahren gemacht seit Stuttgart? Und wie haben Sie in den letzten 2 Jahren Hertha BSC wahrgenommen? Ja, ich bin erstmal leidenschaftlicher Trainer. Und ich muss aber trotzdem ganz ehrlich sagen, in der Zeit war es mir nicht langweilig, weil es einfach auch Themen gibt, die es außerhalb des Fußballs für jeden, glaube ich, von uns gibt. Das heißt Familie vor allem, und es war auch ein Stück weit Luxus, dass ich Zeit hatte, bin Familienvater, habe 3 Kinder, um die Familie kümmern zu können, aber habe natürlich weiterhin, auch in der Zeit, in der ich nicht gearbeitet habe, mich am aktuellen Geschehen natürlich auch orientiert und vieles auch natürlich verfolgt, vor allem natürlich die Bundesliga, aber auch andere Ligen. Dadurch, dass ich natürlich auch wegen meiner Vergangenheit auch in anderen Ländern gelebt und gearbeitet habe. Von daher war es eine Zeit mit vielen, vielen Themen, in denen ich auch mal ohne den Druck des Trainergeschäfts einfach nochmal tief in die Materie gehen konnte. Viele Hände, dann fangen wir hier an in der 2. Reihe bei Raul Christen von Sky Sport News. Ja, auch von mir die Frage an Sie, Herr Korkut, herzlich willkommen erstmal. Wie würden Sie Ihre Spielphilosophie beschreiben? Ja, der Ansatz ist immer gleich. So einfach, wie es klingt, Spiele gewinnen. Ja, erfolgreich Fußball spielen. Letztendlich gibt es natürlich viele Art und Weisen. In meiner Vergangenheit habe ich schon einige Art und Weisen spielen lassen. Letztendlich ist es ganz, ganz wichtig, was für Spieler wir haben, was die Spieler können. Und der Ansatz war eigentlich immer, dass es darum ging, dass wir die Stärken der Spieler oder der Mannschaft dann auf den Platz bekommen. Und das wird auch der erste Ansatz sein. Alles andere wird sich natürlich jetzt auch nach den ersten Eindrücken zeigen. Aber die Spieler müssen sich wohlfühlen. Sie brauchen ein gutes Gefühl in der Grundordnung, die man dann für sie wählt, und in der Systematik. Aber letztendlich ist der Ansatz immer der gleiche, erfolgreich sein. Und darum geht's. Und jeder Moment und jede Situation ist auch ein Stück weit anders. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass ich mit der Mannschaft dann auch erfolgreichen Fußball spielen lassen kann. Max, dann gehen wir mal auf die andere Seite bitte und machen weiter bei Steffen Rohr vom Kicker. Eine Frage an Freddy. Kannst du uns ein bisschen noch mitnehmen, was den Zeitpunkt der Entscheidung angeht? Das war jetzt das Unentschieden gegen Augsburg. Der unglückliche Ausgleich mit der letzten Sekunde. Es gab, wenn man auf die Hinrunde guckt, möglicherweise plausiblere Termine oder Spiele, sage ich mal, München, Leipzig, Derby, wo man es vielleicht eher verstanden hätte. Was hat jetzt den Ausschlag gegeben? Ich glaube nicht, dass eine Niederlage oder ein Sieg im Endeffekt an der Entscheidung etwas was bewirkt hätte. Also um das ganz klar zu sagen, auch hätten wir 1-0 gewonnen, wäre diese Entscheidung genauso gefallen. Es gibt Zeitpunkte, wo du deine Entscheidungen treffen musst, auch aus Überzeugung auch treffen musst. Ja. Und dieser Zeitpunkt war gekommen. Ja. Deswegen brauche ich auch gar nicht so tief reingehen. Das bedeutet also, ich habe nicht umsonst gesagt, ich werde viel beobachten, werde viel reinschauen, ich werde Gespräche führen, auch mit dem alten Trainerteam, aber auch sehen, wie die Mannschaft sich verhält, auch in gewissen Situationen. Nicht umsonst habe ich nach dem Unionsspiel gesagt, ich habe noch mehr gesehen. Ja. Was für mich aufschlussreich war, auch für die nächste Zeit, für die Wochen, für die Monate, ja, die vor uns stehen. Und das habe ich nicht umsonst gesagt. Und das hatte nichts mit dem 1-1 in der 97. Minute zu tun, sondern einfach, das war für mich ganz klar. Ja. Das war für mich dann ganz klar. Und das war nur eine Bestätigung nochmal am Samstag in dem Ganzen, was ich gesehen habe, dass ich zu der Entscheidung gekommen bin, die auch komplett auch durch die Entscheidungsträger gestützt und auch das Backing bekommen habe, dass es die richtige Entscheidung auch ist, ja, dies zu tun. Was einem nicht leicht fällt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Was einem trotzdem nicht leicht fällt am Ende.
Aber trotzdem, du musst es aus Überzeugung tun. Es geht um Hertha BSC und es geht nicht um mich oder irgendeine andere Person. Es geht nur darum, dass wir in ruhigere Gewässer kommen, ja? Und dass wir das Beste aus der, und ich glaube, der Taifun Korkan hat es richtig gerade gesagt auch, dass wir aus dem, was wir haben, wirklich das Optimale rausholen, ja? Und auch eine Entwicklung sehen. Und das ist auch der Auftrag. Ja? Dann gehen wir hier einmal zu Javier Caceres von der Süddeutschen Zeitung, bitte. Ja, Bobic, dann würde ich da gerne dran anschließen. Mir ist immer noch nicht ganz klar, warum die Entscheidung heute gefallen ist. Welche Gründe dafür da zugrunde liegen. Sie sagen, die Mannschaft sei intakt, die Lage ist nicht hoffnungslos, die Mannschaft ist stabil. Warum musste Dardai gehen? Weil es die Überzeugung ist einfach, die ich habe dazu. Ja, weil ich einfach nicht das Gefühl hatte und wir hatten insgesamt auch nicht das Gefühl, dass viele Dinge sich einfach verbessern, ja, was wir sehen wollten. Ja. Es geht um Spieler besser machen, auch die neu gekommen sind. Ja, ja. Es geht auch um Spieler zu aktivieren, die schon länger da sind. Ja, ja. Es gibt diese Auf und Abs. Ja. Und man kann über viele Sachen reden, das ist so. Und das hat nochmal, es hat oft, mein Kollege in Wolfsburg hat es sich, glaube ich, auch nicht einfach gemacht, ja, als er den Trainer gewechselt hat, sehr, sehr, sehr schnell. Ja. Nach einem guten Start und nach einer Das hat auch nicht nur mit Niederlagen zu tun. Ja. So, man muss einfach das Gefühl haben, und wenn man halt, wie ich immer sage, im Maschinenraum dann irgendwann ist und auch die Gespräche führt, dann weiß man, okay, da kommt noch mehr oder da kommt nichts mehr oder man wurschtelt sich so durch. Ja. Und es war halt jetzt nochmal die Situation, auch zeitlich bedingt, auch, wo man sagen, ja, das ist der richtige Zeitpunkt. Das ist der richtige Zeitpunkt und es gibt gefühlt für keinen ja der richtige Zeitpunkt. Für viele ist der richtige Zeitpunkt, wenn du 6-0 verlierst in Leipzig. Ja, ja. Aber das ist mir zu einfach. Ja. Und deswegen wollte ich auch komplett, und das habe ich auch, und das haben wir alle eigentlich immer gesagt, auch komplette Unterstützung. Ja, und komplette, auch die Verantwortung, ja, weiterzugeben. Auch in der Zeit, wo es schwer war, wo vielleicht der eine oder andere gedacht hat, jetzt müsst kommen. Ja, ja. Aber da hatte ich nicht das Gefühl dafür. Ja. Dass es da der richtige Zeitpunkt war. Ja. Sondern weil ich auch noch die Hoffnung. Hallo? Weil ich da auch noch die Hoffnung hatte. Nicht nur die Hoffnung hatte, sondern die Überzeugung hatte, dass wir das noch hinbekommen. Ja. Dann gehen wir einmal zu Inga Bötteling von der Berliner Morgenpost und dann kommen wir zu dir, Stefan. Auch eine Frage an Herrn Korkut. Haben Sie Hertha BSC in den vergangenen Wochen und Monaten beobachtet? Und was sind so die größten Baustellen, die Sie jetzt in Angriff nehmen müssen? Also nicht nur die Hertha generell, habe natürlich auch einige Bundesligaspiele besucht und wie ich schon gesagt habe, auch wenn man zu Hause ist, kann man arbeiten, wer arbeiten will, der findet dann auch die Zeit und so war es dann auch bei mir. Ich war natürlich auch viel unterwegs und habe natürlich jetzt auch eine Schnellanalyse gemacht und jetzt geht es einfach auch um den Abgleich mit der Analyse, die ich von draußen habe. Und den Eindrücken, die ich jetzt im Innenleben dann von der Mannschaft bekomme. Und das wird jetzt diese Woche beginnen. Und dann kann ich dann auch mehr in die Details gehen. Dann gehen wir zu Stefan Hermanns und dem Tagesspiegel, bitte. Freddy, eine Nachfrage zu dem, was du in deinem Eingangsstatement gesagt hast. Du hast erzählt, es sei ein kurzes Gespräch mit Paul gewesen. Habt ihr euch hier auf der Geschäftsstelle getroffen? War das telefonisch oder wie ist das abgelaufen? Nein, wir haben uns Auge in Auge getroffen und das ist auch wichtig, so in einem Vier-Augen-Gespräch, also Sechs-Augen-Gespräch. Arne Friedrich war noch dabei und ich glaube, das ist auch wichtig. Ja? Es ist immer wichtig, offen, klar, transparent zu sein zu jemandem auch, mit dem man selbst auch eine Vergangenheit hatte. Ja? Dass man auch so auseinandergeht, dann am Ende des Tages auch. Es hat auch mit Respekt zu tun. Deswegen bin ich froh und auch sehr glücklich darüber, dass nichts vorher irgendwo durchgedrungen ist. Auch das ist mal was Neues für Hertha BSC. Es macht euch zwar nicht so glücklich, mich macht es aber trotzdem die Tatsache auch nicht glücklich, einen Trainer beurlauben zu müssen. Ja, das macht keinen glücklich. Aber trotzdem war es mir wichtig, auch ihm das persönlich auch mitzuteilen und genauso den Co-Trainern auch mitzuteilen, weil ich finde, das hat einfach auch mit dem Respekt zu tun. Ja. Und es sollte sich heutzutage am besten, versucht man es ja immer so und das versuchen auch meine Kollegen, aber manchmal wird man auch überrascht. Diesmal nicht. Wo geht's weiter?
kommst du bitte ganz nach vorne in die erste Reihe. Sebastian Schmidt für den Berliner Verlag. Ja, vielleicht daran anschließend, Herr Bobic, hatten Sie schon die Möglichkeit, mit der Mannschaft zu reden? Es ist ja heute ein trainingsfreier Tag, soweit ich weiß. Sind nicht alle Spieler wahrscheinlich hier? Läuft es über den Kapitän an? Haben Sie die schon zusammengetrommelt? Und wie hat die Mannschaft die Entscheidung aufgenommen? Die Mannschaft, das können Sie dann Sie fragen, wenn sie wieder da ist. Ja. Sie hat heute frei gehabt. Ist auch gut so, dass sie frei hat. Ja. Es wird sicher das ein oder andere Telefonat noch geben. Ja. Aber das hat jetzt in der Beurteilung für mich oder in der Bewertung für mich keine große Rolle mehr gespielt. Also sprich, war keiner da. Ja. Und die Entscheidung wurde nicht mit der Mannschaft zusammengetroffen. Ja. Dann gehen wir vorne in die erste Reihe zu Arne Richter von der dpa. Herr Korkut, Sie waren am Freitag beim Spiel Stuttgart gegen Mainz. Ist das ein lokaler Zufall gewesen oder war das schon Gegnerbeobachtung für Sonntag? Und wo ich das Mikro gerade habe, dann bubbel ich noch die Frage, wie geht es mit Pal Dardai weiter? Wird er wieder eingebunden nach einer Pause wie beim letzten Mal oder ist das noch nicht geklärt? Ich habe ja gesagt, dass ich einige Spiele gesehen habe in den letzten Wochen. Ich habe auch Köln gegen Union gesehen, also. Und ich lebe in Esslingen, war um die Ecke und dass ich dann auch mal beim VfB-Spiel bin, das ist, glaube ich, ganz normal. Ich habe dort selber auch gearbeitet, von daher nichts Außergewöhnliches von meiner Seite. Ja, und ich habe zu Paul, Zecke und Admir genau die gleichen Worte gewählt, weil auch diese Frage mich natürlich erwartet hat, dass diese Nachfrage kommt. Und wir haben gesagt, wir werden uns im Frühjahr zusammensetzen. Erstmal haben sie ja einen Vertrag bis zum 30.06. Da stehen Rechte und Pflichten drin. Ja, und da werden wir unsere Pflichten auch erfüllen. Ja, und dann werden wir uns im Frühjahr irgendwann unterhalten. Ja. Aber das ist der falsche Zeitpunkt, wäre es jetzt gewesen, ja, sich darüber zu unterhalten. Dann gehen wir nochmal zu Stefan Hermanns. Die meisten waren sehr überrascht davon, dass Pal Dardai gehen muss und dass Sie kommen. Wie groß war Ihre Überraschung, als der Anruf kam, ob Sie einspringen können? Also überrascht bin ich nie. Ich bin jetzt schon zu lange dabei. Sind jetzt auch schon über 20 Jahre als Spieler und dann auch als Trainer. Ich habe auch schon größere Überraschungen erlebt, muss ich sagen, in den Stationen, die ich vorher hatte. Von daher war das jetzt nicht irgendwie eine große Überraschung. Ich stehe ja mit Freddy schon seit Jahren immer wieder im Kontakt, wir tauschen uns immer wieder allgemein über Fußball aus. Von daher ist es jetzt nichts, auch da nichts Besonderes für mich gewesen, sondern einfach ein Anruf und ob ich den Job machen will. Und dann war es relativ schnell klar, dass es für mich natürlich auch eine gute Aufgabe ist. Dann gehen wir nochmal zu Steffen Rohr vom Kicker und dann arbeiten wir uns nach vorne. Herr Korkut, Sie bringen Ilja Aracic mit an die Menge und Vedat Ibisevic, glaube ich, bleiben an Bord. Wird es darüber hinaus noch einen weiteren Co-Trainer geben oder ist der Stab dann komplett mit den genannten? Jetzt zumindest, also als Neuer sozusagen mit mir wird der Ilja dazukommen. Dann haben wir natürlich auch sehr, sehr gute Leute hier im Verein und der ein oder andere wird mit Sicherheit noch dazustoßen, aber da sind wir auch in den Gesprächen. Aber so von den Namen, die Sie genannt haben, das ist mal so der Kern. Aber es kann noch der ein oder andere noch dazustoßen, da sind wir aber auch, wie gesagt, noch in Gesprächen. Dann Javier Caceres, Süddeutsche Zeitung. Eine Frage an Herrn Bobic. Der Pressemitteilung ist zu entnehmen, dass Herr Korkut und sein Assistent ausgestattet werden mit Verträgen bis zum Saisonende. Warum nur bis Saisonende? Ja, erstmal kennen wir uns lange, wir vertrauen uns. Nochmal, ich glaube, diese Frage kam ja auch so ein bisschen, das ist ja nichts Außergewöhnliches. Und ich habe das ja, glaube ich, schon ein paar Mal auch in dieser Runde gesagt. Ich stehe immer mit Trainern im Austausch, die noch in Amt und Würden sind, aber genau vor allem auch mit Trainern, die nicht in Amt und Würden sind, ja, die vielleicht gerade mal zu Hause sind. Ja, und man unterhält sich, weil man sich kennt, ja, weil man sich über die Jahre kennt. Und wir haben schon eine längere Vergangenheit, haben wir mal zusammen auch was gearbeitet im Endeffekt auch. Aber auch, man kennt sich, man schätzt sich und deswegen ist ein großes Vertrauensverhältnis untereinander da. Und das rechne ich ihm auch hoch an, dass er genau diesen Weg auch so geht. Ja, ja. Und ich habe ihm ganz, so wie ich es auch dem Vorgänger gesagt habe, bei Arbeit, wo wir alle zufrieden sind miteinander, ja,
steht nichts natürlich im Wege, dass man vielleicht auch mal länger zusammenarbeitet. Das ist ganz normal, weil Kontinuität ist eigentlich auf dieser Position immer das Wichtigste. Ja. Und ich weiß nicht, wann ich meinen letzten Trainer beurlaubt habe, das ist ewig her. Ja. Das ist ewig her und das ist nicht, auch nicht mein Ziel, sondern auch dieses Risiko und auch diesen Mut zu haben, auch so anzugehen, sage ich, ich werde über meine Arbeit zu überzeugen, das rechne ich ihm hoch an. Ja. Das rechne ich ihm hoch an und das war für uns jetzt gar kein, das war auch kein Knackthema oder dass wir da irgendwie groß verhandeln mussten oder wie auch immer, sondern es war einfach vertrauensvolle Gespräche, wo wir gesagt haben, komm, lass uns mal angehen, auf diesem Niveau, auch hier bei der Hertha, das Beste für den Verein zu geben auch. Ja. Und dann schauen wir mal, wo es hinführt. Ja. Dann Sebastian Schmidt für den Berliner Verlag. Ja, Herr Kockut, auch von meiner Seite herzlich willkommen in Berlin. Sie haben gerade eben gesagt, Sie haben natürlich eine kleine Schnellanalyse gemacht, woran es Hertha vielleicht derzeit ein bisschen fehlt. Wollten aber noch den Abgleich abwarten. Aber vielleicht können Sie schon in Grundzügen schon mal sagen, was bei der Schnellanalyse rauskam und welche Ihre ersten Handgriffe sind, ohne jetzt schon die Innenanalyse zu haben. Ja, ich glaube, es gibt ja immer wieder viele Meinungen auch darüber, was läuft nicht. Und letztendlich gibt es natürlich auch Fakten. Und ich glaube, wir sollten bei den Fakten bleiben. Und die Ergebnisse und die ein oder andere Statistik sagt ja auch etwas aus. Wobei ich mich natürlich auch nicht nur an den Statistiken irgendwie orientieren will. Wer mich kennt, weiß auch, dass mir einfach die Organisation unheimlich wichtig ist, einer Mannschaft. Und dann auch, dass man wirklich über die 90 plus im Spiel bleibt und immer die Möglichkeit auch hat, das Spiel zu gewinnen. Und das werden so die ersten groben und wichtigen Ansätze sein, die ich dann angehen werde. Aber jetzt irgendetwas zu sagen, wäre, glaube ich, auch nicht oder ist nicht der richtige Moment, was bis jetzt nicht so perfekt gelaufen ist. Sonst würde ich auch nicht hier sitzen, höchstwahrscheinlich. Aber wie gesagt, Freddy und sein ganzes Team haben da eine Analyse gemacht und für sich entschieden. Für mich ist jetzt nur noch wichtig, oder mein Ziel ist es, jetzt einfach meine Arbeit abzuliefern, sportlichen Erfolg oder bessere Ergebnisse zu liefern, um dann auch zu schauen, was ja auch Grundvoraussetzung ist für eine längere Zusammenarbeit. Und dann einfach zu schauen, dass es in die richtige Richtung geht, wie sich der Verein das vorstellt. Dann gehen wir noch mal bitte nach vorne zu Arne Richter. Auch noch eine Nachfrage an Sie, Herr Korkut, zum Thema Vertragslaufzeit und die Dauer. Sie waren ja, die letzten drei Engagements, wenn ich es richtig gesehen habe, waren nie über 22 Spiele. Also Stuttgart, Leverkusen, Kaiserslautern hat es nie lang gedauert. Mit Hertha wären es jetzt genau 22, wenn man ein Pokalspiel und eins Bundesligaspiele sehen würde. Passt. Also, dass Sie hoffen, dass es mehr als ein Pokalspiel wird, ja, kann ich mir schon vorstellen. Wäre auch ein ganz guter Start dann im Januar. Aber was macht Sie denn zuversichtlich? Also, wie kommt es, dass es nie so geklappt hat über einen längeren Zeitraum, außer Hannover jetzt, wo es auch nur zwei Jahre waren? Gut, das eine oder andere war natürlich auch so gewollt, die Verträge. Also es war ja nicht immer so, dass ich längerfristige Verträge hatte in der Vergangenheit. Ja. Wenn wir jetzt Leverkusen als Beispiel, das war einfach nur ein Auftrag bis Saisonende. Von daher kann man das so jetzt nicht zu 100% bestätigen. Wie gesagt, für mich ist es wichtig, dass ich jetzt einfach loslegen kann, auf den Platz kommen mit der Mannschaft, dass ich die Mannschaft kennenlerne, dass die Mannschaft mich kennenlernt und alles andere wird sich zeigen. Das ist ein Trainerjob, wie jeder andere auch, ob er 3 Monate ist, ob er 6 Monate ist, ob er 2, 3, 4 Jahre ist. Das ist im Endeffekt nicht für mich entscheidend. Genauso wie es nicht so entscheidend ist, wie lang der Vertrag ist. Am Ende wird sich das letztendlich alles so entwickeln, wie es sein sollte. Und ich werde mit meinem Trainerteam das Beste geben. Dann gehen wir zu Paul Gorgas für Bild BZ. Gut, herzlich willkommen auch von mir in Berlin. Ich habe eine Frage zu Joachim Löw. Der ist ein Wegbegleiter von Ihnen, vielleicht auch ein Förderer. Sie haben ein gutes Verhältnis. Haben Sie sich mit dem vielleicht sogar ausgetauscht, bevor Sie hier Ihre neue Aufgabe angetreten haben? Und gibt es da Kontakt in letzter Zeit? Er war mein Trainer bei Fenerbahce. Also schon lange her. Er war sehr jung damals und ich war natürlich auch ein bisschen jünger, ohne Brille damals noch. Also ja, immer noch so ähnlich wie mit Freddy Bobic. Enges Verhältnis und immer wieder im Austausch gewesen. Aber jetzt speziell über die Hertha habe ich mich nicht mit ihm unterhalten, aber ich bin mir sicher, dass auch da in den nächsten Tagen, dass ich mir da
ein Gespräch stattfinden wird. Aber wie gesagt, das ist dann auch nicht irgendwie was Außergewöhnliches, sondern einfach ein kollegialer Austausch mittlerweile. Früher war ich sein Spieler, heute sind wir beide Trainer. Und ich schätze ihn sehr und ich glaube, er hat auch sehr, sehr viel getan für den deutschen Fußball. Wir gehen nochmal zur Süddeutschen Zeitung und Javier Caceres. Eine Frage an Herrn Bobic. Herr Korkut hat ja jetzt sich aus guten Gründen nicht analytisch zur Lage der Hertha, zur fußballerischen Lage der Hertha äußern wollen. Wie fällt denn Ihre Analyse aus? Also wo hat seit Saisonbeginn, wo wurde da nicht fußballerisch abgerufen, was Sie diesem Kader zutrauen? Wir alle, was wir zutrauen. Wir haben verschiedene Muster gesehen einfach auch oder verschiedene Spiele gesehen. Ja, wir haben perfekte Spiele wie in Frankfurt gesehen. Ja, wir haben kämpferische Spiele mit großer Leidenschaft wie gegen Gladbach gesehen. Ja. Wir haben auch gar nichts manchmal gesehen, ja, bei den Spielen. Ja, also es ist, oder auch beim Derby, wo man einfach ja, ganz klar sagen muss, da haben wir leider viel gesehen, aber viel, was nicht gut ist. Ja, ja. Aber trotzdem sieht man, dass die Mannschaft gewillt ist, ja, ja, und dass sie gewandt und auch Spieler auch Qualitäten besitzen auch, ja, und das ist ja immer das auch, was ein Trainer vorfindet, und das ist auch die Stärke auch, die Teil von Korkut auch hat, ja, und das habe ich ja auch in den letzten Jahren auch immer, auch den Stationen, die er hatte, ich glaube, Stuttgart hat er in einer viel schwierigen Situation übernommen und hat sich dem erstmal angepasst, was er vorgefunden hat. Und ist vielleicht von seinem Denken, und ich kenne sein Denken auch, wie er Fußball denkt und wie er eigentlich ein Fan auch vom gepflegten Fußball ist und vom offensiven und aggressiv geprägten Fußball ist. Ja. Und das habe ich ihm hoch angerechnet, weil auch das immer auch so eine Entwicklung ist, wenn man erstmal will man immer alles durchbringen, so wie man es selber denkt, aber vielleicht ist es erstmal, man muss Zwischenschritte gehen, so wie der Verein Hertha BSC genauso seine Stufen nehmen muss, um auch wieder in ruhigere Fahrwasser zu kommen, insgesamt als Club auch. Ja? Und das Prozesse sind, ist es genauso bei der Mannschaft. Ja? Ja? Und da muss man dann auch die Geduld mitbringen und auch die Kraft mitbringen, immer das Beste aus dem, was man jetzt hat, auch rauszuholen und zu verbessern, ja? und besser zu werden. Am Ende des Tages weiß ich noch, als dann der Klassenerhalt in Stuttgart gesichert worden ist, habt ihr fast die ganze Liga weggeschossen. Ja, ja, das ist ja auch ein Fakt. Ja, also dann wurde richtig gut ein schöner Fußball gespielt. Aber man hat sich erstmal angepasst und hat es vielleicht ein bisschen anders spielen lassen, was man vielleicht selber als Überzeugung hat, aber die Überzeugung, dass die Mannschaft damit Punkte machen kann. Ja, so geht es bei uns auch. Auch hier müssen wir erstmal eine Stabilität reinbekommen, dass es nicht diese Up and Down, Auf und Ups gibt im Ende. Ja, die wir jetzt auch in dieser bis zum Augsburg-Spiel gehabt haben. Ja, das wird nicht von heute auf morgen auch gehen. Deswegen ist es auch gut, dass wir jetzt noch 4 Spiele bis zur Winterpause haben. Dass auch fairerweise für Teil von Korkut auch die Chance da ist, auch die Mannschaft noch auch von innen noch besser kennenzulernen. Ja, da warte ich jetzt auch nicht die Wunderdinge gleich von heute auf morgen. Ja, das ist, man muss auch realistisch sein. Ja. Aber es sind Spiele dabei, wo die Mannschaft dann auch in der Pflicht ist. Und das werden sie sicherlich auch morgen von mir auch hören. Ja, auch von mir hören direkt. Ja. Wo wir alle jetzt nochmal alles mobilisieren müssen, auch bis Weihnachten, damit wir in eine Position kommen, wo es für die Rückrunde einfach besser ist. Weil in der Rückrunde, da entscheidet sich am Ende des Tages auch alles und da brauchst du eine gute Basis und die Basis wollen wir jetzt legen. Und das werden Sie sicherlich auf dem Weg auch mitbekommen, dass wir das auch in dieser Form und auch in dieser Klarheit auch Ihnen mitteilen, dass Sie dies auch umsetzen. Ja? Und das ist auch kein Alibi gibt für die eine oder andere Geschichte. Ja. Ja. Das sind also viele Sachen gewesen, die mir nicht ganz so gefallen haben, so wie gearbeitet werden soll. Aber trotzdem waren auch sehr viele sehr positive Sachen auch da, die man vielleicht hätte noch mehr stärken müssen. Ja. Gibt es noch eine Abschlussfrage? Nochmal Javier Caceres. An Herrn Korkut, Sie haben ja tatsächlich in Leverkusen, Herr Bobic erwähnte gerade Stuttgart, fantastische Rückrunden gespielt. Gibt es Muster, auf die Sie zurückgreifen können in solchen Situationen, dass sich sowas wiederholt hat, ja, letztlich? Ja, vielleicht mit einem Satz, die einfachen Dinge so außergewöhnlich gut machen. Das ist immer in Drucksituationen, glaube ich, das Allerwichtigste. Ja, nicht zu kompliziert werden, sondern ein Stück weit pragmatisch.
Wer weiß, oder die mich kennen, die wissen ja, dass ich auch selber in Spanien gespielt habe, also, und auch wirklich den gepflegten Fußball liebe, aber ich glaube, Freddy Bobic hat es sehr, sehr gut beschrieben. Letztendlich muss man auch so ein Stück weit Chamäleon werden als Trainer und schauen, was gerade im Moment die Mannschaft braucht, was sie im Moment kann, und ihr dann Unterstützung geben und Hilfestellung geben, damit letztendlich dann erfolgreich auch Fußball gespielt wird. Und darum geht es. Weil es ändert sich alles sehr, sehr schnell von Woche zu Woche, von wirklich auch in dem Spiel kann sich sehr, sehr viel ändern. Und da habe ich mich, glaube ich, in den letzten Jahren, habe ich da sehr, sehr viele unterschiedliche Situationen vor mir gehabt und auch meistern müssen. Und hat mich natürlich auch als Trainer weitergebracht. Gut, dann sage ich vielen Dank euch beiden. Vielen Dank für euch, fürs Kommen, für eure Fragen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Freitag hier wieder. Da sprechen wir dann über das anstehende Spiel beim VfB Stuttgart. Sonntag 15:30 Uhr und Freitag dann die PK. Bis dahin, bleibt gesund. Hau he.